Frau Merkel, Hand aufs Herz. Hat etwa der Staat für die Hitlergrüße in Chemnitz bezahlt? Wieso ich darauf komme, das zeige ich Ihnen bzw. euch allen jetzt einmal. Bereits 2015 hat der Bundestag eine Verfassungsschutzreform beschlossen, welche V-Leuten nun auch gestattet, sich szenetypisch zu verhalten. Und was dazu alles gehört, unter anderem natürlich jetzt den Hitlergruß zu zeigen, straffrei, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wie gerade schon gesagt, Hitlergruß zeigen ist kein Problem, aber auch bei Beleidigung, Sachbeschädigung oder Körperverletzung kann die Staatsanwaltschaft jederzeit das Verfahren einstellen oder eine Anklage zurücknehmen. Voraussetzung ist wieder, dass die Tat notwendig war, um in der Szene nicht aufzufallen. Interessant, oder? Und diese Privilegien gelten aber künftig nicht nur für V-Leute, sondern auch für verdeckte Mitarbeiter der Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern. Auch verdeckte Mitarbeiter und V-Leute des Bundesnachrichtendienstes sollen künftig vor Strafverfolgung geschützt werden. Mensch, da fühlt man sich ja gleich in die in Anführungsstrichen guten alten Zeiten zurückversetzt. Es ist ja eine richtige DDR 2.0, Frau Merkel, die Sie uns hier wieder mehr und mehr beschert haben. Sodass also diese Entwicklung mich selbstverständlich zutiefst betroffen hat. Freunde, wenn ich eins nicht mag, ist es, für dumm verkauft zu werden. Und was jetzt im Nachtrag an die friedlichen Demonstrationen in Chemnitz folgt, seitens Politik und der gleichgeschalteten Presse, ist nichts anderes, als uns alle für komplett dämlich zu verkaufen. Fassen wir einmal zusammen. Was ist in Chemnitz passiert? Fakt ist, dass Chemnitz schon seit geraumer Zeit ein gravierendes Migrantenproblem hat, welches sich darin äußert, dass Gewalttaten, Vergewaltigung und andere Straftaten dort zur Tagesordnung gehören. Fakt ist, dass ein Mensch bestialisch umgebracht wurde mit unzähligen Messerstichen und zwei weitere wurden schwer verletzt. Fakt ist, dass der Täter wieder ein bereits abgelehnter Asylbewerber war, der schon längst hätte abgeschoben werden müssen. Und was passierte dann? Tausende von Deutschen ging friedlich demonstrierend auf die Straße. Hervorragend. Was passierte dann? Vom Staat finanzierte linke Gegendemonstranten wurden in Bussen herangekarrt, als auch, da bin ich fest von überzeugt, vom Staat finanzierte rechte Demonstranten wurden ebenfalls dort hinbeordert. Und was darauf schließen lässt, ist beispielsweise eine Anfrage, die im Thüringer Landtag erfolgte, wo ein Abgeordneter gefragt hat, ob staatliche Mittel ausgegeben werden, um beispielsweise Gegendemonstranten, Schrägstrich Antifa, zu solchen Demonstrationen hinzukarren. Die Antwort des Landtages war dann, ja, das stimmt. Ich blende euch das jetzt auch parallel ein und die Summe dafür belief sich auf insgesamt 41.000 Euro. Nur dafür, dass diese Leute als linke Gegendemonstranten bzw. Antifa zu Demonstrationen hingekarrt werden. Das ist doch wohl interessant, oder? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Freunde, ich werde euch jetzt mal ein Bild einblenden, was in der Bild-Zeitung groß veröffentlicht wurde. Und schaut euch nur mal diese Gestalten an. Und dann werdet ihr euch die Fragen ohnehin selbst beantworten können. Ja, ihr habt euch diese absolut traurigen Gestalten angeschaut. Und was soll man dazu noch sagen? Wie kann man nützlicher für das Merkel-System sein, als sich so dermaßen peinlich zu positionieren
und ein derart jämmerliches Erscheinungsbild zutage zu legen, was ja regelrecht dazu auffordert, dass sich die Kameras der gleichgeschalteten Presse auf diese traurigen Gestalten stürzen. Und ich sage nochmal, entweder diese Leute sind nicht nur komplett fehlgeleitet oder sie sind einfach nur nicht mehr zurechnungsfähig, aber in nicht wenigen Fällen bleibe ich bei meinem Standpunkt, dass diese Straftaten und Gesten bewusst seitens des Verfassungsschutzes initiiert werden. Und jetzt schauen wir mal, was letztendlich wieder als Ergebnis durch Politik und Medien dabei herausgekommen ist. Deutschland ist zu einem Krisengebiet verkommen, in dem tagtäglich Mord und Vergewaltigung stattfinden. Es herrschen unhaltbare Zustände, aber eine Charlotte Knobloch meint, dass Chemnitz eine ernste Bewährungsprobe für unsere wehrhafte Demokratie sein muss. Ohne Worte, nicht wahr? Das ist ein schreckliches Ereignis gewesen und unser Mitgefühl gilt und auch mein Mitgefühl gilt natürlich auch den Angehörigen des Opfers. Ja, Frau Merkel, also dieses kurze Entree musste natürlich von Ihnen gesprochen werden. Nichts weiteres als reine Heuchelei. Wo ist Ihr Mitgefühl für die vielen anderen Todesopfer, Vergewaltigungsopfer und sonstigen Menschen, die Schaden genommen haben durch ihre furchtbare Politik? Also das nimmt Ihnen keiner mehr ab. Aber jetzt kommen wir ja auch zu Punkt 2, der Punkt, den Sie natürlich wieder für sich ausschlachten. Ja, hören wir mal. Zweitens, was wir danach gesehen haben, ist etwas, was im Rechtsstaat keinen Platz hat. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das kann ich nur noch einmal bekräftigen. Aber auch das ist gestern im Namen der Bundesregierung gesagt worden. Und es darf auf keinem Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen. Ist ja auch wieder absoluter Blödsinn und Paradox, denn A, gab es keine Hetzjagden auf Ausländer, B, waren dort von ihrem System finanzierte Gegendemonstranten auf der linken sowie auf der rechten Seite, die dort Straftaten verübt haben und die ja möglicherweise auch dazu ermächtigt bzw. legitimiert waren, wie wir ja im vorherigen Teil des Beitrags schon gesehen haben. Insofern also auch absoluter Blödsinn bzw. reine Propaganda ihrerseits. Aber fassen wir jetzt einmal zusammen. Tausende von Deutschen sind friedlich auf die Straßen gegangen. Es tut sich was in Deutschland, was auch dringend erforderlich ist. Beiläufig erwähnt natürlich immer friedlich und gemäß den Gesetzen. Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Das System versucht natürlich jetzt, diese Demonstration für sich wieder auszuschlachten. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Der eigentliche Grund, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind, wird natürlich völlig negiert. Man sieht nur noch in den Medien die Antifa bzw. die ganz bösen Rechtsradikalen, die ja wirklich nur eine Handvoll der Demonstranten einen minimalen Teil dargestellt haben. Und dazwischen natürlich die Polizei, die alles ausbaden muss. Und unterm Strich wird die Wut der Bürger und der berechtigte Unmut über die Zustände dahingehend wieder abkanalisiert, um dann ein paar Tage später wieder zur normalen Tagesordnung überzugehen. Es ist immer wieder dasselbe. Und ich bleibe dabei, dieses System muss mit demokratischen Mitteln in die Schranken gewiesen werden. Wir brauchen eine konservative Gegenbewegung, wir brauchen eine politische Wende in diesem Land und wir dürfen uns nicht täuschen lassen, was in diesem Land wirklich passiert, was wirklich wichtig für uns ist und was wir tun müssen, damit Deutschland wieder zu seinen besseren Tagen zurückkehrt.
Freunde, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ihr hört mit euren eigenen Ohren, ihr seht mit euren eigenen Augen, was mit diesem Land los ist, was passiert ist. Und gebt die Hoffnung nicht auf. Der Wind dreht sich bereits in Deutschland. Man sieht sich und bis bald. We'll be right back.